Stammtisch. Echte Männer sind rechts. Herzlich willkommen zur 252. Folge der Honigwabe und damit auch willkommen an meinen geliebten Co-Host Kasper. Jo, hallo Freunde. Zwei in den Live-Chat, wenn ihr nicht seit Tagen einen Ohrwurm habt. Wie ist das bei dir, Schlomo? Na, ich hatte den schon vor einer Weile, das ist ja schon mal rund gegangen, nicht in dieser Größe, aber auf jeden Fall in unseren Internetkreisen und auch den einen oder anderen Artikel gab's, da hatte ich den mehr. Letzte Woche hat uns hier ja der EU-Spitzenkandidat der AfD, Maximilian Krah, geschlagene 4 Stunden lang Rede und Antwort gestanden, was sich in ein größeres Muster bei ihm einfügt. Er bemüht sich seit geschlagenen Jahren um den Schulterschluss und einen Austausch mit dem Vorfeld. Wie etwa Schatti zu berichten weiß, fehlt er auf keiner JA-Veranstaltung irgendwo in Pusemuckel, irgendwo in der Pampa. Er hat auch Schatti jetzt ein langes Interview gegeben in Person. Der Typ, in anderen Worten, nimmt ernst, was wir zu sagen haben und will hören, was wir zu sagen haben, was man auch selber an und für sich als Wert nicht unterschätzen sollte in ihm als Kandidaten. Ich will noch mal kurz ansprechen, dass einige Kritik geübt wurde an seiner Position zur Remigration. Er sagte, grob zusammengefasst, Remigration brauchen wir. Wir brauchen daneben noch ein Konzept, dass wir mit nicht assimilierten, aber uns nicht feindselig gesinnten Türken eine Art von, größtenteils Türken oder Migranten eine Art von Separation erreichen. Das ging vielen Leuten nicht weit genug. Ich würde dazu einfach ganz generell kurz anmerken, dass wenn wir hier mit einem Spitzenkandidaten der AfD, noch dazu einem unter Beschuss stehenden Spitzenkandidaten der AfD, während der heißen Phase einer Wahl, während vermutlich der größten Druckphase von außen und auch von innen, ne, und auch von Gegnern innerhalb der AfD, die es jemals gab seit ihrem Bestehen, reden, dann kann man auf Aussagen von ihm in der Regel eher noch eine Schippe drauflegen, würde ich behaupten. Ich würde behaupten, er ist eher ein wenig vorsichtiger dann, aber das einfach mal in den Raum gestellt. Tja, am selben Wochenende traf er dann in einer italienischen Zeitung namens La Repubblica eine Aussage, die ihm letztlich dann zum Verhängnis wurde. Ich denke ehrlich gesagt, wenn es nicht das gewesen wäre, wäre irgendetwas anderes gekommen. Dann hätte irgendeine andere dumme Frage gestellt werden können von irgendeinem anderen Medium. Genau, die haben auf irgendeinen Anlass gewartet, genau das zu machen, genau diesen Bruch herbeizuführen. Und wenn ich von sie rede, dann reden wir über vor allem die Conservatives in der Partei, in der AfD, aber vor allem auch von außen, von anderen europäischen rechten Parteien, die sich nun immer mehr als Conservative-Parteien entpuppen. Er hat in dieser Zeitung, als er dazu aufgefordert wurde, alle SS-Angehörigen als Verbrecher zu verurteilen, sich dem verweigert. Ich habe hier das konkrete Zitat, übersetzt von der Jungen Freiheit. Laut ihm ist das eine sinngemäße Wiedergabe, eine richtige Wiedergabe von dem, was er gesagt hat. Die Zeitung sagt, Herr Krah, Sie haben gesagt, die Deutschen sollten stolz auf ihre Vorfahren sein, auch wenn es SS-Offiziere waren. Dazu Krah, es kommt darauf an, was sie getan haben. Die Zeitung, die SS-Leute waren Kriegsverbrecher. Dann Krah, man muss die Fehler individuell bewerten. Am Ende des Krieges gab es fast 1 Million SS-Angehörige, auch Günter Grass war in der Waffen-SS. Die Verwandten meiner Frau waren Deutsche, die in Ungarn lebten. Sie hatten die Wahl, sich bei der ungarischen Armee oder bei der SS zu melden. Hätten sie sich als Deutsche zur ungarischen Armee gemeldet, so wussten sie aus dem Ersten Weltkrieg, wäre das ihr Todesurteil gewesen. Unter den 900.000 SS-Leuten waren auch viele Bauern. Es gab sicherlich einen hohen Prozentsatz an Kriminellen, aber nicht alle waren kriminell. Ich werde nie sagen, dass jeder, der eine SS-Uniform trug, automatisch ein Verbrecher war. Zunächst einmal, ich werde nicht groß ins Detail gehen, was jetzt die Richtigkeit davon angeht. Boris hat ein sehr gutes Video und sehr detailliertes Video dazu gemacht, das ist auch gerade in der Beschreibung verlinkt, wo er sowohl darauf eingeht, dass das faktisch vollkommen korrekt ist, was auch nicht mehr bestritten wird im Mainstream. Die gehen ja nicht auf die Details, die er da genannt hat, die Begründung für seine Aussage, das waren nicht alles Verbrecher ein. Ich meine, es war auch nicht so, dass alle bei der SS vor allem am Ende freiwillig waren. Da waren Leute, die wurden dazu gezwungen, dort zu sein. Das ist vollkommen korrekt. Die nehmen einfach nur eine Schlagzeile, er sagt, die SS war cool und das war's dann. Und darauf haben sich die Conservatives dann gestürzt. Auch gut herausgearbeitet in Boris' Video. Mhm. Ganz kurz ein Beispiel zu nennen, das kam bei Boris nicht vor. Ich habe das aber auf Twitter gelesen. Gerne Fakten checken. Ja, weil wer jetzt mal ein Beispiel haben will für jemand wurde dazu gezwungen, dann natürlich mit vorgehaltener Waffe. Aber zum Beispiel soll es so gewesen sein, dass wenn du Mitglied der Ärztekammer warst, dann war ab, 43 oder so, war es verpflichtend, dass du Mitglied in der SS bist. Und wenn das jetzt nicht die Ärztekammer war, dann wird es irgendwelche anderen Vereinigungen geben. Wenn du deiner Tätigkeit weiter nachgehen wolltest, dann musstest du halt auch bei der SS Mitglied werden. Ja, so habe ich das verstanden. Das wäre jetzt mal ein Beispiel für gezwungen werden. Also klar kannst du Nein sagen, ja, aber dann kannst du auch dein Job halt aufgeben. Wenn du dich an Gräueltaten beteiligt hast, ne, wo ist das Problem?
ja, Boris prügelt diesen Aspekt in seinem Video tot. Sehr sehenswert, wie gesagt, in der Beschreibung. Außerdem weist er darauf hin, dass diverse bekannte Politikerpersönlichkeiten der deutschen Geschichte Ähnliches und Heftigeres gesagt haben, darunter etwa Konrad Adenauer oder auch Kohl. Und um in die jüngere Vergangenheit zu gehen, auch Herbert Kickl, der Parteichef oder Obmann, wie die Ösis sagen, von der FPÖ, also deren AfD, hat 2010 exakt dasselbe gesagt. Hier ein Clip. Und da werden wir uns nicht darauf verständigen können, dass ein Verein als solcher oder eine Einheit wie die Waffen-SS kollektiv schuldig zu sprechen. Kommen wir zum schon angeschnittenen Kackening, das darauf folgte. Le Pen hat daraufhin der AfD, also das wahrscheinlich zweitwichtigste Land in Europa, hat der AfD, auf jeden Fall in der EU, die Zusammenarbeit aufgekündigt, dem wichtigsten Land der rechten Partei, der relevanten rechten Partei im wichtigsten Land, ein Ereignis, das nicht zu überschätzen ist in seiner Wirkkräftigkeit. Und die AfD wurde daraufhin aus der ID-Fraktion in der EU ausgeschlossen. Das ist die große rechte Fraktion, die es da gibt, mit Italien und Meloni und so weiter und so fort. Ich will nochmal darauf zu sprechen kommen, dass Le Pen auch nach Potsdam, nach diesem inszenierten Skandal, und auch sie muss das gewusst haben, wenn sie sich mit irgendeiner Tiefe damit auseinandergesetzt hat, dem inszenierten Skandal um einen Vortrag, den Martin Sellner in Potsdam gehalten hat, der gehört wurde von einem Haufen CDU-Politikern und AfDlern. Sie hat daraufhin die AfD unter Druck gesetzt, sich öffentlichkeitswirksam vom Begriff der Remigration, also einer demografischen Umkehr der Trends, zu distanzieren und diesen Begriff nicht in ihrer Öffentlichkeitsarbeit zu verwenden. Auch das deutet schon mal in eine gewisse Richtung. Ich meine, wir haben hier mehrfach thematisiert, dass vor allem in Deutschland uns auffällt, dass die Medien und der tiefe Staat hier nicht in erster Linie darauf abzielt, die Prozente zu senken. Die scheinen so ein bisschen sich gesagt zu haben, wir kriegen die AfD nicht mehr klein, wir kriegen die nicht mehr komplett weg, wir können wahrscheinlich nicht mal aufhalten, dass die eine gewisse Bedeutung gewinnen werden oder vielleicht sogar irgendwann ja nicht mehr aus irgendeiner Landesregierung rauszukriegen sind. Und deswegen schnitzen wir uns jetzt eine AfD zurecht, mit der wir zurechtkommen, die unseren Interessen nicht existenziell wehtut. Und diese Interessen sind Grenzen auf, alle rein und vor allem alle bleiben natürlich hier und Transatlantikertum auf der anderen Seite. Ich will da darauf zu sprechen kommen, dass bei der Korrektivgeschichte es ja sehr, sehr wahrscheinlich wirkt, dass der VS seine Finger mit im Spiel hatte oder sogar federführend war. Die Regierung hat kurz davor angeregt, dem VS zu ermöglichen, offiziell zu ermöglichen, an Outlets wie Korrektiv Informationen durchzustechen, wenn die auf öffentliches Interesse stoßen würden. Und der VS hat in der Person von Haldenwang bekannt gegeben, dass sie im Vorhinein Kenntnis von diesem Treffen hatten. Es wirkt also so, als wäre diese gesamte Geschichte oder könnte diese gesamte Geschichte inszeniert gewesen sein oder dieser Medienkampagne inszeniert gewesen sein und angestoßen worden sein vom Verfassungsschutz, was sich auch in den größeren Rahmen einbettet von dem ersten Kras-Skandal mit dem angeblichen chinesischen Spion, Jian Ge. Dieser war 11 Jahre lang beim VS tätig, auch in der Zeit, in der er dann K kennenlernte. Und es wirkt auch da im Rahmen des Möglichen, dass er vom VS bei K platziert wurde, um später als Bombo hochgehen zu können, um K im entscheidenden Moment, wie es dann passiert ist, kurz vor der EU-Wahl, zu beschädigen. Der VS hat ihn schon verdächtigt, ein chinesischer Spion zu sein, seit Jahren, hat dann zugelassen, dass der ins EU-Parlament kommt und ja, offenbar die Möglichkeit hatte, sensible Daten abzugreifen, auf jeden Fall, wenn wir unseren Medien Glauben schenken, ne, haben das sehenden Auges zugelassen. Warum sollte man das machen, wenn nicht, weil man vorhatte, es so zu spielen, wie es am Ende gespielt wurde? Dass die Scheiße dann in der Justiz dann wirklich heiß wird und es Verhaftungen gibt in der heißen Phase vom Wahlkampf. Tja, nach der Maßregelung der AfD in Sachen Migration, um das nochmal zusammenzufassen, wirkt es so, als wenn jetzt um Kra die große Maßregelung der AfD in Sachen Transatlantikerkurs beginnt. Ich denke, die Migrationsposition von Kra ist hier nicht im Zentrum. Sie haben ein Problem damit, dass er ein Anhänger oder dass er jemand ist, der nicht gegen die multipolare Welt kämpfen will, der sich darin einfügen will, der Deutschland einen Platz darin ermöglichen will und nicht auf Gedeih und Verderb ein Vasall von Amerika bleiben will. Das können die Eliten nicht akzeptieren, so wie sie nicht akzeptieren können, dass die AfD ernsthaft etwas
demografisch verändern will, ernsthaft ja an 2015 und den Folgen davon rütteln will. Und deswegen versucht man, Leute wie K. abzurasieren und zu ersetzen durch irgendwelche moderateren, in Anführungszeichen, Leute, durch Leute, die das Transatlantiker-Ding zu einem Mindestmaß mitgehen, so wie es Le Pen und Meloni tun. Und Stichwort Le Pen und Meloni, es scheint mir so, als hätte sich da eine Art unterstützende Achse der Willigen, wenn man so will, aus Meloni-Rechten in Europa gebildet. Die zeichnet sich gerade ab, bestehend als Frontpersonen vor allem aus Meloni selber, die ja, deren Name schon Sinnbild geworden ist für Rechtsblinken und Linksabbiegen in Sachen Migrationspolitik und, wie wir jetzt auch sehen, Le Pen. Diese Achse will, so meine Interpretation, Frieden mit dem politmedialen Kartell schließen, um ihre Macht zu sichern und ist eben bereit, dafür den Preis zu zahlen, die eigene Politik derart zu kastrieren, dass man nicht mehr als existenzielle Bedrohung wahrgenommen wird und dann halt, ja, eigentlich geduldet wird, ähnlich wie die CDU, nur halt eine CDU, die nicht ganz so gekackt ist, ne? Geduldet wird als ein Auffangbecken für den Unmut, das aber am Ende am grundsätzlichen Kurs nichts ändern wird. Ein Hoffnungsschimmer in all dem ist, dass der Fraktionsvorsitzende der bulgarischen AfD sich jetzt solidarisiert hat mit der AfD und nicht nur das. Er sagt, er wird anstreben, eine EU-Fraktion zu bilden, eine neue EU-Fraktion von, grob gesagt, nicht melonisierten Rechten, von richtigen Rechten, von Rechten, die nicht diesen Deal, diesen impliziten Deal schließen wollen mit dem Kartell, sondern ernsthafte Oppositionsarbeit machen wollen. Ich zitiere, gestern wurde bekannt, dass die Alternative für Deutschland, die zweitgrößte politische Kraft im größten europäischen Land, aus der Europäischen Partei Identität und Demokratie, der sie angehörte, ausgeschlossen worden ist. Das ist für mich keine Überraschung und ich habe es schon lange erwartet. Dies ist jedoch eine sehr gute Nachricht, da wir nun die Möglichkeit haben, eine wirklich konservative und souveränistische Fraktion im Europäischen Parlament zu bilden. Die Vasrashdane, das ist diese bulgarische AfD, wird auf jeden Fall mit der AfD zusammenarbeiten. Wir haben bereits Schritte unternommen, um eine neue Fraktion im Europäischen Parlament zu gründen. Deshalb werden wir heute der deutschen Partei vorschlagen, sich anzuschließen und den Prozess gemeinsam voranzutreiben. Ja, es bleibt zu hoffen übrig, dass das der Weg sein wird, den die AfD auf die Dauer beschreiten wird, auch wenn es momentan von der Spitze her so aussieht, als wollte man sich auf Gedeih und Verderb unbedingt wieder anbiedern an Meloni, an Le Pen und an diese Conservatives in der EU. Ich fand das so schön, dass die Conservatives drohten, der AfD ein paar in die Fresse zu hauen, dann kackt die AfD und sagt, oh Gott, Chaos im Bundesvorstand und so, ja, wir geloben Besserung und dann kriegen sie trotzdem ein paar in die Fresse. Das es ist ja auch noch nicht genug, ne? Das werden wir gleich noch sehen. Es reicht ja Le Pen immer noch nicht. Le Pen hat weitere Forderungen. Es geht nicht nur um Kra, ich meine, bei dem geht es dann natürlich um die SS-Sache, sondern noch um weitere AfD-Politiker auf der EU-Liste, die weg sollen. Zunächst einmal noch der Punkt, dass das möglicherweise notwendige Geburtswehen einer rechten, ernsthaft rechten, ernsthaft dissidenten EU-Fraktion sein könnten, damit hat er wahrscheinlich im größeren Bilde recht, ne? Wenn dieser Weg beschritten wird. Denn ein Bruch mit einer Rechten, die angeführt wird von Le Pen und Meloni, ist sowieso notwendig. Ansonsten kannst du es auch gleich lassen. Ansonsten wirst du irgendwann eine Partei, die dem Establishment mehr nützt als schadet, ne? Die deswegen geduldet wird. Insofern, das war sowieso nicht zu vermeiden, ohne den gesamten Zweck der Partei zu untergraben. Tja, das Traurige ist, dass relevante Teile der AfD das Ganze offenbar mitspielen. Ich habe hier als Beispiel mal Dr. Gunnar Beck, das ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD im EU-Parlament. Der hat das Ganze als innenpolitisch notwendige Reaktion auf eine unnötige Provokation seitens Frankreich und Italien bezeichnet. Also er hat gesagt, die konnten gar nicht anders, Kra hat die dazu genötigt. Erst einmal absoluter Unsinn, dass das innenpolitisch notwendig war. Keine Sau hätte das interessiert, wenn die das nicht an die große Glocke gehangen hätten. Ich will darauf hinweisen, dass die FPÖ immer noch in der ID-Fraktion im Europäischen Parlament, also der Fraktion, wo die AfD jetzt ausgeschlossen wurde, sitzt, während Kickl schon vor 14 Jahren exakt dasselbe gesagt hat. Das war irgendwie kein Problem. Tja, was auch in die Richtung deutet, dass Kras inhaltlich völlig korrekte SS-Aussage möglicherweise nur ein Vorwand dazu sein könnte, naja, ihn abzusägen und an der AfD rumzuschnitzen, legt nahe, dass, naja, Le Pen auch gesagt hat, wir wollen weitere Leute loswerden, uns reicht K nicht. Ich zitiere, Marine Le Pen ließ der AfD-Spitze noch ausrichten, dass nicht K alleine das Problem ist, sondern auch die Nummern 2 und 3 auf der Europawahlliste, Peter Bistron und René Aust. Haben die auch der SS gehuldigt? Sind das auch Nazis oder hat das da irgendwelche anderen Gründe? Und was könnten diese Gründe nur sein? Zufällig sind das keine Transatlantiker. Exakt, exakt. Das ist der Punkt. Sie wollen, nachdem Le Pen diesen Druck schon ausgeübt hat in Sachen Remigration, jetzt auch dafür sorgen, dass die AfD transatlantisch genug wird,
dass sie Platz hat in diesem Bündnis, dass transatlantisch genug ist, dass die Medien, das politmediale Kartell nicht all ihre Machtmittel in Stellung bringt, um sie zu bekämpfen. Das ist der Punkt. Das ist, was sie wollen. Tja, und die traurigste Nachricht zum Schluss, ihr habt es aber sicher alle schon gehört, es klingt ja eigentlich so, wenn man sich im Lager umhört und auch in den Medien, als wäre K. jetzt gefeuert worden. Das ist so ziemlich das Bild, das man bekommen hat. Er wurde, ja gut, technisch gesehen nicht ausgeschlossen vom Vorstand, sondern er hat seinen Rücktritt verkündet nach einer großen Sitzung, die es da gab, die vorher auch schon von der Bild geleakt wurde. Geht es morgen K. an den Kragen, ne? So haben sie getitelt. Danach hat er seinen Rücktritt verkündet, offenkundig aufgrund von Druck aus der Partei, aus dem Vorstand. Und er hat den Brief und Siegel gegeben, dass er nicht mehr auf offiziellen Wahlveranstaltungen auftreten wird. Das Ding ist aber, er ist immer noch Europakandidat. Ich selber war mir da ehrlich gesagt bei dem ganzen Tenor, in dem das behandelt wurde diese Woche, gar nicht sicher. Er ist immer noch der Spitzenkandidat von der AfD zur EU-Wahl. Ich habe mich da heute nochmal erkundigt bei den Leuten von ihm und die, sagen wir mal so, haben keine Weltuntergangsstimmung, sondern die sind der Meinung, dass da noch etwas geht. Ich meine, zum einen war es offenbar so, dass einen Monat später sowieso wieder der Vorstand gewählt worden wäre, wo er nicht wieder zurückgewählt worden wäre. Sprich, er hat jetzt nur einen Monat verloren, den er noch im Vorstand gewesen wäre. Der Rücktritt, wenn man es hart sagen will, könnte also betrachtet werden als konsequenzenloser Knochen, den er der verunsicherten Parteispitze hinwerfen konnte, um sie zu beruhigen, der aber am Ende überhaupt keine wirkliche Wirkung hat, ne? Außer die Signalwirkung. Und während keine Wahlkampfauftritte natürlich wehtun, vor allem für einen Typen wie K., bedeutet das im Endeffekt einfach, dass wir jetzt sein Wahlkampfteam sind. Und damit meine ich nicht uns im Sinne von dem Podcast Die Honigwabe, sondern das gesamte Vorfeld. Also insbesondere das Vorfeld im Internet. Ich meine, wir haben ja letzte Woche hier zum Beispiel die TikTok-Guerilla ausgerufen, bei der es jede Woche ein iPhone 15 oder ein Samsung Galaxy S24 Ultra zu gewinnen gibt. Und ja, um teilzunehmen, das haben wir jetzt nochmal verlinkt unter diesem Video, geht ihr einfach auf dem Telegram-Kanal t.me/TikTok-Guerilla. Da kriegt ihr weitere Anweisungen. Gleich werden wir es auch nochmal kurz im Video zusammenfassen. Das Gewinnspiel läuft jede Woche bis zur EU-Wahl am 9. Juni und es geht halt darum, aus dem Vorfeld heraus, stochastisch, wenn man so will, stochastischer Wahlkampf, maximal ihn zu pushen, während er sich selber nicht mehr pushen kann, während ihm verboten wurde, irgendwelche Publicity-Arbeit zu machen, die einfach für ihn zu machen und so auch der Partei zu symbolisieren, zu zeigen, wir als Vorfeld sind mächtiger, als ihr denkt. Ihr könnt uns nicht einfach übergehen. Ihr könnt nicht diesen Typen aus der Öffentlichkeit raus verdrängen. Wir reichen. Unser Vorfeld ist stark genug, um die Öffentlichkeitsarbeit für ihn zu übernehmen. Darüber, wie das ablaufen soll in diesem Gewinnspiel oder schon abgelaufen ist, wir werden gleich den zweiten Gewinner küren, habe ich hier noch mal einen kleinen Einspieler für euch. Wir verlosen bis zur EU-Wahl in der Honigwabe jede Woche ein Handy. Wobei, verlosen ist eigentlich falsch gesagt. Ihr könnt es in einem Wettstreit gewinnen. Dafür geht ihr auf den Telegram-Kanal TikTok-Guerilla. t.me/TikTok-Guerilla ist der Link. Der ist auch bei diesem Tweet dabei. Sucht euch dort aus ihrer Videobücherei @guerilla-videos einen Schnipsel von K. für den Wahlkampf heraus. Bearbeitet diesen mit Untertiteln und Musik in eurem Stil. Ladet das Ganze auf TikTok hoch, massenweise. Und schickt einen Screenshot von eurem reichweitenstärksten Clip dann an @guerilla-leiter. Für den viralsten Clip der Woche bekommt ihr dann jeweils eines von 4 iPhone 15 oder 2 Samsung Galaxies. Und außerdem rettet ihr Deutschland und so und wirkt der Zensur von Kras eigenem TikTok-Account entgegen, die lustigerweise noch andauern wird, genau bis zur EU-Wahl. Kein Scherz. Macht mit, gewinnt ein Handy und krönt Kra zum Kanzler. Tja, das Internet ist eine wunderbare Sache. Mit diesen TikTok-Clips haben wir die Möglichkeit, ihm enorme Publicity zu verschaffen, während er das selber nicht mehr kann, während die eigene Partei auf jeden Fall in relevanten Teilen ihm in den Rücken gefallen ist. Und wir haben jetzt die Ehre, den zweiten Gewinner von einem Handy, einem Samsung Galaxy S24 Ultra zu verkünden. Und zwar diesmal Max aus Baden-Württemberg. Herzlichen Glückwunsch für dein neues Handy. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben echt das ist explizit für das Samsung-Handy entschieden? Nee, oder? Das ist immer, genau, das ist immer im Vorhinein schon geklärt. Diesmal war klar, dass er ein Samsung bekommen würde. Nächstes Mal, das kann ich schon mal vorwegnehmen, kann sich der Gewinner das Handy aussuchen. Da kann er sich dafür entscheiden. Und es wird zwei Handys geben, die ja an die beiden ersten Plätze, die beiden Leute mit den meisten Aufrufen auf TikTok gehen werden. Und der zweite kriegt einfach dann das, was übrig bleibt. Ne? So ein bisschen wie bei Pokémon, der Pokéball, der nicht gewählt wurde von den Startern. Den bekommst du dann. Ja, ich bin froh, dass du aus Baden-Württemberg kommst, lieber Max, und nicht aus Sachsen. Max aus Sachsen, das wäre ein bisschen verdächtig gewesen, wenn der das zweite Mal gewinnt. Hier haben wir seinen Clip mit über 590.000 Aufrufen. Klopf, klopf. Jemand kommt in deine Wohnung, geht an deinen Kühlschrank, frisst ihn leer, sitzt auf deiner Couch und pennt in deinem Bett und du sagst, danke,
schön bunt und vielfältig bei mir zu Hause. Das bezogen auf Deutschland machen Grüne, SPD, FDP und CDU. Sie machen die Grenzen auf, laden die ganze Welt ein, versorgen jeden voll und schieben nicht mal ab, wenn es überhaupt keinen Grund gibt, hier zu bleiben. Du willst das nicht? Du willst die Grenzen zuhaben. Nur der darf rein, der einen Grund dafür hat, eine Berechtigung, und den wir hier brauchen? AfD. Niemand sonst wird das umsetzen. Ja, erneut mein Appell, macht mit bei der TikTok-Guerilla, pusht ihn ordentlich, sichert euch die Chance auf eins von zwei Handys nächste Woche. Nächste Woche, wie gesagt, zwei Handys gleichzeitig werden verlost. Ihr könnt euch das Handy aussuchen, wenn ihr den ersten Platz bekommt. Und ja, ich will nochmal betonen, was für ein Wert das ist, einen Kandidaten zu haben, der einen Draht zum Vorfeld hat und haben will. Ich denke, auch das ist eine Bedrohung für diese Leute, ne? Denn wir sind nicht kontrollierbar. Anders als Politiker vom gewissen Rang quasi immer mit irgendwelchen Drücken korrumpierbar, kontrollierbar sind, ist das Vorfeld nicht kontrollierbar. Und wenn es einen Kandidaten gibt, der hören will, was das Vorfeld zu sagen hat und das ernst nimmt, ist auch das ein, sagen wir mal, anarchisches Element, ein unkontrollierbares Element für die Herrschenden, dass sie weghaben wollen. Insofern setzt euch ein dafür, ihr tut eine gute Sache und ihr habt die Chance auf ein Handy. t.me/TikTok-Guerilla ist in der Beschreibung und großartig. Ich glaube, das war's. Wir sind durch, Freunde. Wünsche euch noch einen schönen Abend und wir hören uns spätestens nächste Woche, Freunde. Bis dann.